Dann sind wir zurück zum zweiten Teil, auch was Neues, was ihr so noch nicht kennt. Wir hatten ja letztes Jahr nach dem LernOS Camp uns eine recht große Feedback-Runde gegönnt, wo Leute auf Connect schreiben konnten. Und ein Aspekt war, dass die Vorträge teilweise zu lang waren, zu viel Zeit gebraucht haben. Und da gibt es ein schönes Format, das heißt Lightning Talks. Das sind einfach Vorträge, die 5 Minuten dauern. Wie das genau im Detail funktioniert, werde ich euch dann nachher noch erklären, weil mein erster oder der erste Lightning Talk, den werde ich machen, und der ist quasi der Lightning Talk on how to Lightning Talk. Der Karl Dahmke und das Sketchnoting-Team haben gesagt, dass sie die Lightning Talks gerne mit Sketchnoten wollen. Und da gibt es so kleine Trick oder Anleitung, wie ihr euch da einbringen könnt. Deswegen würde ich jetzt den Karl mal kurz auf die Bühne holen, damit er uns das erklären kann. Da spielen irgendwie Hashtags auf Twitter und auf Telegram eine Rolle. Und da kommt schon der Karl. Genau. Karl, ja, mal kurz. Ja, hi. Die Idee ist, dass wir jetzt alle 12 Lightning Talks super schnell mit Sketchnoten, und weil 5 Minuten super schnell sind pro Talk, auch für Sketchnoting-Team, ist das eine gute Idee, dass ihr auch mitmacht. Ihr könnt Zitate oder eigene Zeichnungen schicken, und das macht ihr am besten über Telegram, indem ihr da Hashtag LightSketch und dann die Nummer des Lightning Talks mit Hashtag L und dann 1, 2 bis 12 eingibt. Das poste ich gleich auch nochmal in Telegram. Das ist ein freiwilliger Service eures LernOS Sketchnoting Teams. Könnt ihr mitmachen. Würden uns freuen. Sehr cool. Alles klar. Danke dir. Anleitung ist klar. Gleich im Chat nochmal im Detail. Da würde ich jetzt mal das Programm teilen. Findet ihr auch im Wiki natürlich im Programm. Wir haben insgesamt 12 Lightning Talks. 1 Stunde soll das maximal dauern. 12 mal 5 Minuten. Wie gesagt, ich würde jetzt einfach mal starten. Wir haben dann nachher so ein kleines Zeitsignal. Das zeige ich euch gleich auch noch, wie das funktioniert. Also, Moment. Machen wir mal hier den Chat wieder an, dass ich Fragen sehe, wenn es sie gibt. Also, How to Lightning Talk. Es gibt im Programm verlinkt bei den Lightning Talks einen kleinen Link, der heißt Doku. Der linkt auf dem Etherpad. Das heißt, das ist ein synchroner Editor, den könnt ihr verwenden, um Lightning Talks zu dokumentieren. Das, was ich euch jetzt hier zeige in dem einen Screen, ist einfach nur der Screenshot von dem, was in Lightning Talks, also zu Etherpad, auf dem Etherpad ohnehin schon steht. Also da könnt ihr das nachlesen. Die Idee ist, wer Lust hat, da ein bisschen mit zu dokumentieren, so wie die Sketchnoter mit Sketchnoten, quasi da das Etherpad zu verwenden. Und wenn ihr morgen in den Sessions die Etherpads verwenden wollen, dann ist das heute auch eine ganz gute Übung. Vielleicht mag der eine oder andere das im Programm mal nachgucken und einfach den Link zu dem Etherpad in den Chat posten. Also, die Zeit läuft, maximal 5 Minuten. Was ist ein Lightning Talk? Lightning Talk aus der Wikipedia ist ein ganz kurzer Vortrag auf einer Konferenz, der sich durch andere Vorträge hauptsächlich dadurch unterscheidet, dass er nur wenige Minuten dauert. Da gibt es so verschiedene Formate, Ignite Talks, Lightning Talks. Bei Ignite Talks oder Patch-Katschka Talks zum Beispiel auch ist so die Eigenschaft, dass die Anzahl der Folien auf eine bestimmte Hausnummer limitiert ist und auch die Anzahl der Sekunden, wo die Folie gezeigt wird. Bei Patch-Katschka ist das 20 mal 20 Sekunden, das heißt man hat 6 Minuten 44 und die Folien springen auch automatisch nach 20 Sekunden weiter. Beim Lightning Talk ist das nicht der Fall, sondern es ist einfach nur die Festlegung, ist auf 5 Minuten, gibt auch längere, wir haben es auf 5 Minuten festgelegt. Jeder Lightning Talk wird angekündigt mit einem Namen und einem Titel, so wie er im Programm steht. Das heißt, ich habe hier vor mir die Liste der Lightning Talks, 12 Stück. Alle Redner sollten den Zeitplan irgendwie im Blick haben. Das heißt, dass ihr wisst, ne, wer ist vor euch dran und euch da schon mal bereit macht, wann ihr als nächstes dran seid, dass ihr quasi dann auf die Bühne kommen könnt. Wir haben den Stage Manager, das ist der Martin Geisenheimer. Der wird euch so 1 oder 2 Minuten, bevor ihr dran seid, auf die Bühne einladen. Dann erhaltet ihr quasi die Einladung, um auf die Bühne zu kommen, euren Lightning Talk zu halten. Schön wäre, wenn ihr sozusagen erst auf die Bühne kommt, wenn der vorhergehende Lightning Talk-Redner sozusagen zu Ende ist. Also erst klicken, jetzt auf die Bühne gehen, wenn der durch ist, damit wir auf der Bühne kein Gedränge bekommen. Wir haben euch ja angefragt, wer Folien hat zu Lightning Talks. Lightning Talk kann einfach Geschichte erzählen sein, also man muss keine Folien zeigen. Einige von euch haben gesagt, wir wollen Folien haben. Die haben wir alle eingesammelt, haben da ein langes PDF draus gemacht. Das ist das, was ihr auch seht. Und wir werden das für euch durchklicken. Das heißt, die Redner sagen einfach kurz im Lightning Talk, nächste Folie oder weiter oder so. Und dann klicke ich wie vorhin bei Madia die Folie einfach eins weiter.
Wenn, ich glaube, ein, zwei haben keine Folien abgegeben. Wenn ihr selber einen Screen sharen wollt, könnt ihr gerne machen. Geht aber von der Zeit ab, wenn es irgendwie dauert. Also es läuft das Zeitsignal ab dem Moment, wo ihr auf der Bühne seid. Einfach, dass wir nach der Stunde auch fertig sind und dann zum Essen und den gemütlichen Teil des Abends kommen. Während des Talks wird ein Countdown angezeigt. Das zeige ich euch mal gerade. Da läuft so eine kleine Bombe ab. 5 Minuten. Also das heißt, da, wo sonst mein Videosignal ist, läuft die Bombe. Die knallt auch am Ende. In der Regel ist es so, dass man als Publikum in der Bühnensituation sozusagen kurz bevor das Signal zu Ende ist, also quasi, was weiß ich, 5 Sekunden oder 10 Sekunden, fängt schon so ein Countdown im Chat an, 10, 9, 8, 7, 6, dann knallt die Bombe, dann kriegt der Redner oder die Rednerin ihren Applaus, je nachdem, wie gut euch der Talk gefallen hat, und geht dann quasi von der Bühne und der Nächste kommt. Schaut drauf als Speaker, Speakerinnen, dass ihr rechtzeitig fertig werdet. Es gibt keine Q&A, also keine Fragen und Diskussionen danach. Ihr könnt gern sagen, trefft mich heute Abend an dem und dem Tisch in Remo oder chattet mich an, wenn ihr noch Fragen habt. Ne, bei Lightning Talks geht es eher schnell getaktet sozusagen durch. Na, zum Applaus geben nochmal, viele haben es ja schon gefunden. Bei Windows ist es die Windows-Taste und der Punkt. Damit geht die Emoji-Tastatur auf und ihr könnt quasi so Applaus-Symbole auswählen, wenn ihr das wollt. Auf dem Mac ist das Steuerung, Command und die Leertaste. So, damit wäre ich sozusagen durch. Klicke hier mal eines weiter. Genau, der Monika gibt schon Applaus, sehr schön. Und wir haben den Simon Bock auf der Bühne. Simon, grüß dich, die Bühne ist deine. Willst du was teilen oder legst du direkt los? Sehr gerne, vielen Dank für die Einleitung und ich werde gerne was teilen. Du kannst mir sagen, wenn ich starten darf. Ja, jetzt geht's los. Perfekt. Ja, dann ja, hallo von meiner Seite. Ich habe vorhin mich schon mal in einem anderen Bereich ein bisschen umgesehen. Ja, sehr coole Veranstaltung. Ich wollte ganz kurz einmal den Alessio und mich vorstellen. Der Alessio ist etwas weiter weg von mir, aber ist auch Teil des Events heute. Wir sind von Workpath, Softwareanbieter, der Firmen hilft, die Strategie umzusetzen und zu Ergebnissen zu kommen. Die meisten Firmen nutzen dafür OKRs. Wir können gerne auch nach, weil wir haben ein bisschen mehr zu teilen. Das eigentliche Thema, womit wir uns beschäftigen wollen, ist, wie kann man mit OKRs eine Struktur in der Organisation bringen, die im Endeffekt der Firma hilft, kontinuierlich zu lernen und das eben auf verschiedenen Ebenen und eben systematisch. Und da gibt es bestimmt viele Wege, das zu tun, aber es ist eben eine Sache, die sehr stark mit dem OKR-Framework zusammenhängt. Genau, vielleicht noch ein Satz zu mir. Ich leite bei Workpath das Customer Success Team. Das heißt, wir führen bei einer sehr großen Breite an Organisationen OKR-Prozesse ein und versuchen ihnen natürlich zu helfen, damit erfolgreich zu sein. Und wir sehen, dass es immer sehr viele ähnliche Zielsetzungen oft gibt. Das heißt, es geht viel um cross-funktionale Kollaboration, es geht um Kommunikation über die Ebenen hinweg und Lernen ist eben kontinuierliches Lernen und vor allen Dingen kontinuierliches Lernen basierend auf Daten ist eben etwas, was wir auch sehr oft hören. Ich werde nur mal so ganz kurz ein paar Einblicke geben dazu. Gerne könnt ihr auch Fragen stellen. Ich sehe jetzt gerade wegen der Präsentation das Chatfenster natürlich nicht, aber vielleicht kann ich zwischendurch darauf eingehen. Beim OKR-Framework geht es natürlich darum, auf verschiedenen Ebenen der Organisation quasi Ziele festzulegen. Und oft ist der Lerneffekt wirklich in dem Erstellungsprozess auf der einen Seite. Das heißt, dass man sich mit Teams zusammensetzt und sich genau überlegt, was man erreichen möchte und wie man dort messen kann, ob man dieses Ziel auch erreicht. Und es ist eben so, dass sehr stark von der strategischen Planungsseite her, also von den Formaten, die entlang des OKR-Zyklus sind, sehr viele Formate ja im Endeffekt systematisch kontinuierliches Lernen in die Organisation reinbringen. Man sieht es auch, wenn man so auf die Prinzipien von OKRs schaut. Es gibt sehr viele, also einige, die ganz konkret auf das Thema kontinuierliches Lernen abzielt, wie man es jetzt hier auch sieht, und andere, die eher so indirekt auch darauf einzahlen. Also das Thema Alignment, sich über die Organisation hinweg auszutauschen, sich zu verbinden, Zielstrukturen zu verbinden, das Thema Kommunikation und Transparenz, und natürlich Metrik und datengetriebene Entscheidungswege. So, das sind so die Sachen, die sehr stark auf Lernen einzahlen und die wir auch sehen, dass da viele Organisationen sich dann, wenn sie messen möchten, welchen Einfluss hat denn der OKR-Prozess auf mich als Organisation, da stark drauf schauen, mit dem Ziel eben, sich kontinuierlich auf verschiedenen Ebenen fortzubewegen. Wir sprechen meistens so über verschiedene Ebenen von Effekt für OKR-Prozesse. Das heißt,
die Einführung eines OKR-Prozesses hat auf verschiedenen Leveln eine Veränderung hervorgerufen bei den meisten Organisationen. Im innersten Kern sprechen wir tatsächlich darüber, natürlich eine neue Art Ziele zu setzen, die vor allen Dingen, sagen wir mal, den Einfluss auf kontinuierliches Lernen im Team selbst hat. Das heißt, dass man regelmäßig sieht, was haben wir eigentlich im letzten Zyklus geschafft, was bedeutet das, woran liegt es, dass wir das geschafft haben, und wirklich das, was vielleicht in der Vergangenheit eher so, vielleicht auch unter den Tisch gefallen ist, mehr präsent zu machen und diesen, durch die Bearbeitung von Zielen und das regelmäßige Reflektieren in dem Zyklus, zum Beispiel alle 2 Wochen über Check-ins, das halt noch deutlich präsenter zu machen. So. Und dann auf der zweiten Ebene geht es darum, einen neuen Prozess einzuführen mit dem OKR-Zyklus, wie man zu diesen Zielen kommt. Das heißt, einen strategischen Planungsprozess. Und da ist es natürlich so, dass es zum einen auch Formate gibt, die direkt auf Teams einzahlen, aber die vor allen Dingen auch ganz stark auf die Kollaboration zwischen Teams einzahlen. Das heißt, dass man organisationelles Lernen auf eine strategische Ebene und auf eine Cross-Team- oder über Teams hinweg-Ebene hebt. Und das ist das, was in den meisten Organisationen neu ist. Das heißt, wir sehen oft Organisationen, die zum Beispiel irgendwie in Entwicklungsorganisationen bereits vorab irgendwie auf der Teamebene in den letzten 5 bis 10 Jahren irgendwie agile Prozesse eingeführt haben, dort viele Lerneffekte reinbringen oder Lernmechanismen, aber wenig auf dieser strategischen Ebene und über Teams hinweg. Und wenn man das weiter sieht, also nach 1-2 Jahren ist es meistens so, dass wir über eine neue Konfiguration sprechen. Das heißt, auf der äußersten Ebene, dass sich wirklich Organisationsstrukturen anpassen, basierend auf diesen Lerneffekten. Worüber wir morgen sprechen werden, ist, wie das konkret aussehen kann und wie man das im Endeffekt steuern kann. Und wir werden natürlich fortlaufend da noch entsprechend Unterlagen teilen, womit ihr euch da weiter arbeiten könnt. Ich glaube, das ist schön, was sich jemand schon gemeldet hat gerade. Ja, die Zeit ist ab, die Bombe ist explodiert. Vielen Dank dir. Chat gerne den Applaus an allen und dann der Nächste auf die Bühne. Danke dir. Da sehe ich schon den Thomas. Moment, deine Folien habe ich hier. Zusammen. The stage ist... Jörg, Alessio, mach Kamera und Mikro aus, dann bist du von der Bühne. Ihr hört und seht mich, oder? Ja, ne? Warte mal, ich helfe mal gerade dem Simon. So, jetzt bist du dran. Die Zeit läuft. Alles klar. Hallo zusammen. Hier ist der Thomas von SAP. Ja, ich wollte heute 5 Minuten was zu eins von meinen Lieblingsthemen erzählen zum Thema Podcasting. Und ihr seht auf der nächsten Folie, wie ich da dazugekommen bin. Das ist schon ein bisschen her. Das war damals 2007 als Simon, auf der nächsten Folie. Kannst du vielleicht switchen, bitte? Und zwar war das 2007 oder nochmal die nächste Folie, genau, die kleine Zeitreise. Genau, damals hat mich mein Chef damals, als ich im Bereich interner Qualifizierung bei der SAP war, gebeten, ein Projekt machen rund um interaktives Fernsehen. Das galt damals als relativ modern und ich habe da nicht so dran geglaubt. Da haben wir ein U-Boot-Projekt gestartet und da haben wir auch vorhin schon davon gehört, ne? Koalitionen sind wichtig, haben wir damals auch schon geschmiedet, speziell mit dem IT-Bereich, mit den Labs in Palo Alto, im Sales-Trainingsbereich, und dann haben wir eben schnell Podcasting pilotisiert, schon relativ früh. Damals war es noch ein bisschen clumsy, also mit, sieht man hier mit so einem Directory auf WordPress-Basis und mit manuellem Synchronisieren immer. Das geht heute natürlich alles viel einfacher. Da brauche ich kein Kabel und kein iTunes. Nächste Folie, bitte. Ja, das hat dann einige Zeit geruht. Und vor 2 Jahren haben wir wieder angefangen, jetzt mit dem Christoph Hafner den Education Newscast zu gründen. Und wir haben da einiges ausprobiert, auch schon zusammen mit der Corporate Learning Community zum Beispiel. Hatten wir schon eine Session auf dem letzten physischen Camp. Ne? Und welche Formate haben wir gesehen, die sich für uns bewährt haben? Gibt natürlich noch andere. Natürlich das Einfachste und das Populärste ist das Interview.
Dialog und Diskussion, Reflexion und Debatte. Debatte hatten wir noch nicht so oft, aber ist auch interessant. Reuse eben von bestehenden Vorträgen bin ich nicht so ein Fan, haben wir auch schon gemacht, eine Live-Aufnahme. Unsere Use Cases sind hauptsächlich News-Updates, aber auch Evergreen-Contents, Überblickswissen, aber auch Kundenbindungen. Also ich bin inzwischen Business Development Manager für SAP Training. Da hilft das natürlich auch, unsere Kunden weiterzubilden. Auf der nächsten Folie, wenn du gerade switchen könntest, bitte, sehen wir dann den Status. Also inzwischen hat sich aus dem U-Boot- und Grassroots-Projekt auch mit einer kleinen Pause wirklich schön entwickelt. Wir haben 12 externe Podcasts auf der OpenSAP-Plattform zu allen möglichen Themen für SAP-Experten, der Education Newscast, aber auch einige Techie-Themen. Wir haben viele interne, da geht auch der Artikel drauf ein, wenn ihr da nochmal weiter euch informieren wollt. Also auch schöne Grassroots- und Graswurzel-Initiative. Weil ich kenne eigentlich nur einen Podcast, der jetzt auf Top-Down kam, der war von unserer ehemaligen Vorständin. Auf der nächsten Folie habe ich nochmal schnell heute Morgen mal ein paar Thesen runtergeschrieben. Ich denke, wie bei vielen Methoden, und ich gehe jetzt einfach mal kurz durch, ne, hilft da auch Popularität und natürlich auch zum Beispiel der Podcast von Christian Drosten, wenn ihr das anpacken wollt, muss man es nicht unbedingt geheim machen. Es gibt aber auch viele neue Podcasts, ist mehr Vielfalt, aber auch schwere Auswahl, ist vielleicht auch was. Kuratierung kann helfen für seine Zielgruppen. Für mich ist im Lernen und in der Weiterentwicklung informelles Wissen, Storytelling schon immer super wichtig, weil es eben viel näher ist, auch daran, wie man Informationen aufnimmt und weitergibt. Also daher ein Dauerbrenner und die Methode eignet sich super dafür. Man muss das nicht durch geskripteten Top-Down machen. Ich jetzt selbst bevorzuge User-Generated Contents gegen High-End produzierte Podcasts, gibt es aus den USA einige. Trotz allem sollte man schauen, dass Basics wie Audioqualität, dass man darauf schaut. Wir alle kommen hier aus dem Learning-Setting, da kann man die Skills mitnehmen, ne, zum Instructional Experience Design. Einen roten Faden. Klar kann man auch so einen Anführungs-Laber-Podcast machen und nur rum erzählen. Das, aber speziell, wenn man es im Learning-Kontext einsetzen will, ist dann vielleicht nicht immer die beste Methode. Es gibt noch zwei Challenges. Infrastruktur ist noch weniger auf Corporate interne Podcasts ausgelegt. Da gibt es natürlich Möglichkeiten oder Experimente mit Teams. Und auch der Rückkanal versuchen wir uns auch dran, also Hörer und die Community einzubinden. Das geht einfach oft von dem Tool nicht. Ja, das war's schon. Also nur kurzer Impuls zum Thema Podcasting. Wo stehen wir? Ganz kurz. Was sind Thesen? Und am Ende noch ein ganz kurzer Call to Action. Versucht euch aus. Probiert's aus. Das ist eine super Methode zum Wissenstransfer, ob man jetzt Freelancer ist oder ob man in einer großen oder kleinen Firma arbeitet im Thema Weiterbildung. Hey, ich war früher vor der Bombe fertig. Genau, die Bombe ersparen wir. Hier noch ein paar Links, wenn ihr Lust habt, mal drauf zu gucken. Genau. Sehr gut, danke dir, Thomas. Okay. Einfach aus dem Mikrofon aus, dann bist du von der Bühne unten. Present aus, genau. So, dann haben wir den Moritz Meisner mit dem Thema Micro-Learning, damit Lerninhalte hängen bleiben. Moritz, deine Bühne. Gut. Ja, mein Name ist Moritz Meisner und ich freue mich heute mit euch diesen Lightning Talk machen zu können. Bei mir dreht es sich um Micro-Learning und um die Frage, was können wir machen, damit Lerninhalte wirklich hängen bleiben. Nächste Folie bitte. Vorweg, jeder ist ein Lernexperte. Nicht nur wir, die wir heute hier bei Lernos in der Community sind, sondern jeder. Wir haben alle gelernt zu sprechen, zu gehen. Wir waren in der Schule, wir haben eine Ausbildung gemacht, wir haben vielleicht studiert, wir haben bei der Arbeit gelernt. Also Lernen gehört zu unserem Leben und wir haben schon riesen Fortschritte gemacht. Die Frage ist jedoch, ob die Wege, mit denen wir bisher gelernt haben, auch uns in der Zukunft weiterbringen. Ob sich das Wissen, das wir aufnehmen wollen, wirklich linear weiterentwickelt. Oder ob wir kurz vor einem Tipping-Point stehen und irgendwann die Menge des Wissens durch die Decke geht. Vielleicht macht es Sinn, sich auch auf neue Lernwege zu konzentrieren. Neue Folie bitte. Glücklicherweise gibt es ein neues Tool, brandneu, klappt hervorragend. Das ist der Nürnberger Trichter. Das wird weggehen wie warme Semmeln. Man kann riesige Lerninhalte innerhalb kürzester Zeit in seinen Kopf reintrichtern.
ob das eine neue Sprache ist, ob das Informationen zu Blockchain sind, einfach Trichter aufgesetzt und los geht's. Den Trichter hat Georg Philipp von Hasdorf entwickelt, bereits im 17. Jahrhundert, und leider gab es ihn damals nicht und gibt es heute auch nicht. Aber das Problem des Lernens oder die Herausforderung des Lernens gab es auch schon vor Hunderten von Jahren. Nächste Folie bitte. Interessant ist, obwohl wir alle wissen, dass die Idee des Nürnberger Trichters charmant ist, aber in der Regel nicht funktioniert, orientieren sich viele der bekannten Lernformate genau daran, an einem Nürnberger Trichter. Viele Klassenraumtrainings, ob in der Schule, in der Ausbildung, im Studium oder auch an Unternehmen, bauen darauf auf, dass man in möglichst kurzer Zeit ganz viel Wissen in den Kopf reinpresst. Natürlich nicht immer, aber es kommt oft vor. Ich habe es schon erlebt, ihr habt es bestimmt auch schon erlebt. Und am Ende führt es oft auch zu Frust. Menschen wollen etwas lernen, sie wollen sich fortbilden und irgendwann ist der Kopf zu und es kommt nur noch ein Blablabla. Man ist nicht mehr aufnahmefähig. Neue Folie bitte. Die klassischen Trainings haben eine ganze Reihe von Nachteilen. Sie verursachen eine ganze Reihe direkte Kosten, aber auch indirekte Kosten. Während man lernt, und das hin und wieder über mehrere Tage in einem Klassenraum, kann man nicht arbeiten, kann man keine anderen Dinge machen. Das wäre alles okay, wenn der Lerntransfer okay wäre. Aber der ist leider auch oft nicht optimal. Nächste Folie bitte. Weiter bitte. Was brauchen wir also, damit Lernen noch besser funktioniert? Wir sollten Lerneinheiten bauen, bitte zurück. Wir sollten Lerneinheiten bauen, die klein und verbunden sind. Und als dritten Punkt ist es extrem wichtig, dass sie wichtig sind, meaningful. Der Lernende, wir oder den Personen, denen wir das Lernen vermitteln wollen, die Inhalte, muss wissen, warum. Was ist das Why, was dahinter steckt? Nur wenn ich weiß, warum ich das mache, werde ich auch bereit sein, viel Zeit und Energie daran aufzuwenden. Weiter bitte. Mittlerweile gibt es viele Wege zum Lernen. Wir können soziale Medien nutzen, soziale Netzwerke. Wir können vorhandene Lernformate nutzen, die zum Teil kostenlos sind. E-Learnings, YouTube etc. Wir haben kollaborative Lernmethoden wie Meetups, Working Out Loud und natürlich Learners. Eine Community, in der wir uns hier zusammenfinden und die wir sehr schätzen, unter anderem, weil wir hier viel Neues lernen können. Und das auf einem guten Weg. Nächste Folie bitte. Ich habe für mich mal herausgefunden, dass viele Dinge, die für mich trivial sind und nicht besonders sind, oft die entscheidenden Punkte waren, die Personen im Freundeskreis, Bekanntenkreis, in Trainings weitergebracht haben. Für mich war es normal, für sie war es etwas Besonderes. Das waren die Dinge, die sie mitgenommen haben. Und deswegen habe ich angefangen, Learning Nuggets aufzubereiten. Nächste Folie bitte. Das müssen nicht immer Rocket Science Dinge sein. Oft sind es auch Kleinigkeiten. Zum Beispiel, wie man mit einem Shortcut, hatte Simon schon angesprochen, einfach mit Windows und Punkt kleine Symbole vermittelt. Und das reicht schon. Das ist etwas, was man schnell lernt und direkt anwenden kann. Nächste Folie bitte. Andere gute Modelle sind zum Beispiel Reverse Mentoring Cards, wo Problemstellungen oder Herausforderungen aus dem Unternehmen aufbereitet werden, in Aussagen oder Fragen formuliert werden und nicht als Lösung vorgegeben werden, sondern wo man gemeinsam Lösungen erarbeitet. Zum Beispiel in einem Meeting, in einem Training oder wo auch immer. Nächste Folie bitte. Wenn man es richtig anwendet, hat man den Vorteil, dass viele Kosten wegfallen und der Lerntransfer besser ist. Nächste Folie bitte. Wer Lust hat, mit mir darüber zu diskutieren und ein paar Beispiele über erfolgreiche Microlearnings kennenzulernen, der ist morgen herzlich eingeladen um 9.30 Uhr im Raum Dativ. Vielen Dank, ich freue mich auf euch. Danke dir. Dann Applaus im Chat. Und der Jörg ist schon auf die Bühne gekommen, sehr gut. Moritz, vielleicht wenn du Kamera und Mikro ausmachst, dann bist du von der Bühne unten. Jetzt haben wir den Jörg. Zu dem Einstein gehen. Jetzt wird endlich mal das Thema Einstein gelöst. Wer zurückgewinnt und sie gewinnbringend einsetzt. Viele Folien, das heißt, ich muss mir ein schnelles Klicken einstellen. Aber das Folien, die musst du richtig durchraten. Okay, los geht's. Ihr alle kennt ihn. Here's to the crazy ones. Ihr kennt auch diesen Titel. Nächste Folie. Nächste Folie. The Misfits, the Rebels. Die nächste Folie, bitte. The Troublemakers. Die nächste Folie. The round pegs in the square holes, die nächste Folie. The ones who see things differently, die nächste Folie. While some may see them as the crazy ones, die nächste Folie. We see genius. Und nun die entscheidende Frage, nächste Folie.
Where is your genius? Wo ist dein Genie? Nächste Folie. Ich glaube, jeder von uns ist ein Genie. Die Frage ist nur, nächste Folie, wo ist das Genie geblieben? Wir sind alle damit geboren, alle. Nächste Folie. Albert sagte, ich habe keine besonderen Fähigkeiten. Ich bin nur besonders neugierig. Nächste Folie. Daher habe ich dieses Gen das Einstein-Gen genannt. Das heißt, es beschäftigt sich mit Neugier. Ich habe auch die Unterlagen in der Wiki, im Wiki drin. Nochmal, wo ist unser Genie geblieben? Nächste Folie. Nächste Folie. Was ist passiert mit uns in unserer Entwicklung? Nächste Folie. Wie sind wir zu dem geworden, was ganz viele unserer Mitmenschen heute sind, deprimiert? Wodurch wurde unser Genie eingeschüchtert, gefesselt oder verschüttet? Nächste Folie. Und was kannst du tun, um das Einstein-Gen bei dir zu entfesseln oder auch bei deinen Mitmenschen? Ich bin sicher, ihr selber seid sehr neugierig, sonst wärt ihr gar nicht hier bei dem ganzen LOS-Camp, Loscamp. Aber vielleicht sind die ein oder andere eurer Mitmenschen doch etwas gehemmt, haben ihre Neugier irgendwo verloren auf dem Weg der Entwicklung. Und da möchte ich euch ermuntern, das wieder zu reaktivieren für euch und für die Umwelt und für eure Mitmenschen. Nächste Folie bitte. Das heißt, wir brauchen 5 Schritte. Erkenntnis, Mut, Handeln, weil nur durchs Handeln kommen wir voran, reflektieren und natürlich wiederholen, bis es eine neue, erfolgreiche Gewohnheit wird. Nächste Folie bitte. Das heißt, wo könnte sich Neugier besonders lohnen? Da habe ich eine Mentimeter-Abfrage eingerichtet. Der Code ist 901386 und der menti.com. Das findet ihr auch im Wiki nochmal. Sammelt mal Ideen da drauf und die können wir anschließend noch sehen unter einstein-gen.de. Auf der Seite sammle ich die Wortwolke. Nächste Folie bitte. Nächste Folie. Ich glaube, unsere Neugier ist ein mentaler Muskel und den können wir trainieren. Und was eignet sich am besten zum Trainieren als ein Problem? Probleme können die Hanteln sein für uns, um unseren mentalen Muskel hier oben zu trainieren. Und da habe ich eine kleine Challenge für euch. Nächste Folie bitte. Was machst du, wenn du auf eine Schwierigkeit stößt? Was machst du, wenn ein Problem dir begegnet? Meistens sagst du, oder sagst du dann noch viel Mist, was soll der Scheiß, warum gerade mir? Mein Vorschlag ist, ergänze einen Buchstaben. Nächste Folie. Mach aus das N hinten dran. Was könnte das für mich bedeuten? Diese Neugier hilft dir, nächste Folie bitte, auf dem Mut-Elevator, auf dem Stimmungsfahrstuhl nach Larry Sen aus dem Keller ins Obergeschoss zu kommen. Weil Neugier hilft dir, von deprimiert, gestresst, pessimistisch und so weiter, erstmal in die positive Stimmung zu kommen und dann nach oben zu kommen, bis hin zu kreativ, optimistisch und vielleicht sogar dankbar. Da hilft dir diese eine Buchstabe. Nächste Folie bitte. Diese Hindernisse kennt ihr alle, ob im Springreiten, Golf oder Tough Mudder. Wenn ihr sowas mitmachen wollt, bezahlt ihr dafür. Für solche Hindernisse. Im Leben kriegen wir das Geschenk und kriegen sogar auch Geld dafür im Alltag, wenn wir Hindernisse überwinden. Also nächste Folie. Vorschlag. Testet mal, wann könnt ihr das zusätzliche N einsetzen aus und postet das unter Twitter unter dem Hashtag HMMN. Ich freue mich auf einen regen Austausch mit euch. Vielen, vielen Dank und 20 Sekunden vor der Zeit. Simon, vielen Dank fürs Klicken. Sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das hinkriegen in so viel Folgen. Perfekt, ich war echt neugierig. Ja, aber Dankeschön. Genau. Und Hinweis vielleicht nochmal an die Speaker danach, auf die Bühne erst kommen, wenn der vorher sozusagen Danke. Fertig ist. Danke. Aber die nächste. Ja, genau. Ja. Einmal Kameramikro aus. Kerle. Mit dem Lightning Talk lernen aus Diversity Leitfaden Status Quo. Pibi, deine Bühne und der Ticker läuft. Moment, ich mache hier noch dir die Folien. Ups, und machst du weiter? Ja, es kann losgehen. Pibi als Standbild. Nee? Standbild. Ah, Pivi ist eingefroren.
ging so gut los. Hohe Auflösung, strahlendes Lächeln. Vielleicht gehst du nochmal von der Bühne runter und nochmal drauf, falls du uns hörst. Ansonsten, ja, ansonsten würde ich sagen, Stage Management, vielleicht den Carsten Ehms. Carsten, du bist ja immer sehr spontan. Vielleicht holen wir den Carsten Ehms auf die Bühne. Da kommt der Jörg nochmal. Das brauchen wir nicht. Moment, Jörg runter. Ibi vielleicht nochmal. Schauen wir mal, was passiert. Ich schaue mal hier auf die Agenda zurück. Der Carsten Ehms, da kommt er. Sehr gut. Also Carsten, Moment, da muss ich hier mal ein bisschen weiter nach vorne. Was für eine Tour. Du bist nicht zu überrascht. Okay, vielen Dank. Geht los. Ja, aus diesem Dreiklang Toolset, Mindset, Skillset habe ich mir mal das Toolset vorgenommen und so einen kleinen Stoßseufzer kreiert, den ihr vielleicht auch kennt. Was gibt es da für eine Wahnsinns-Tool-Vielfalt, die wir heute mit den digitalen Tools die erlebe ich in meiner Tätigkeit sehr häufig, diesen Stoßseufzer. Und da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, die ich als 5 Ideen bezeichnen möchte. Bitte Idee 1, nächste Slide. Und zwar kann man sich ja mal überlegen, wie sich denn die virtuellen Tools von den physischen unterscheiden. Und was ganz spannend ist oder was ganz spannend oder manchmal auch sehr nervig ist, ist, dass eben im Gegensatz zu physischen Tools die virtuellen Tools konfigurierbar sind, stark veränderbar sind. Natürlich kann ich einen Hammer etwas anders verwenden als gedacht, aber die virtuellen Tools haben eine ganz andere Komplexität. Und zur Freude der IT-Abteilung sind die eben auch fernkonfigurierbar. Man sieht ja hier den Screenshot, das IT-Department sagt, du musst was an deiner Software ändern. Das unterscheidet Tools doch da massiv von den physischen. Und es gibt kaum kollaborative physische Tools. Ein Kran hat einen Kranführer. Es gibt eine Säge für 2 Personen. Wenn euch noch andere Tools einfallen, die wirklich kollaborativ sind, bitte im Chat oder an mich. Nächste Slide, bitte. Und nächste Slide, bitte. Und auch für Tools braucht man mitunter, Slide 2, Idee 2. Auch für Tools braucht man mitunter Wissen, um sie bedienen zu können. Wenn man ein Tool hat, was kein Vorwissen erfordert, ist es möglicherweise ein Produkt oder ein Zaubertrank oder Nürnberger Trichter, kam schon zur Sprache. Im Deutschen gibt es den schönen Begriff des bestimmungsgemäßen Gebrauchstools, aber eben um Werkzeuge tatsächlich anwenden zu können oder gar kreativ kombinieren zu können, braucht es eben wirklich eine besondere Form von Wissen, nämlich das Creators Wissen. Nächste Slide, bitte. Eine andere Möglichkeit ist, sich zu überlegen, wie es denn aussieht, wenn man nur ein Tool hat. Was kommt als nächstes? Naja, eine Werkstatt, da sind viele Werkzeuge drin. Interessanterweise hört man relativ selten die Klage von Meistern in ihrer Schreinerwerkstatt, es sind zu viele Tools. Bei den virtuellen Tools ist es eben anders. Da denke ich, hört ihr auch öfters die Klagen, wie können wir das alles in ein Werkzeug bekommen. Spannend ist auch, sich die dritte Stufe, die dritte Aggregationsstufe zu überlegen, nämlich, würde ich sagen, den Baumarkt. Auch um im Baumarkt kompetent einzukaufen, braucht es ein bestimmtes Vorwissen. Also Wissen spielt auch bei der Werkzeugverwendung eine große Rolle. Nächste Slide, bitte. Na, und was die virtuellen Werkzeuge von den physischen eben auch unterscheidet, ist, dass letztlich der Computer und unser Handy, das sind alles riesen Konvergenzmaschinen. Das heißt, wir machen mittlerweile ganz, ganz viele Tätigkeiten, eigentlich mit denselben Werkzeugen und Infrastrukturen. Man kommt kaum mehr weg vom Rechner, in den letzten Wochen sowieso nicht. Das ist eben auch eine Besonderheit, die bei physischen Werkzeugen so nicht der Fall ist. Kommt eben aus der Flexibilität der digitalen Werkzeuge.
Man kann sich aber prima über die Vielfalt der Apps unterhalten. Haben wir mit Studierenden gemacht, zeigt das linke Bild. Und da kriegt man eine ganze Menge über Menschen auch raus, wenn man sie erzählen lässt, welche Werkzeuge sie verwenden und wie sie die auch verwenden. Nächstes und letztes Slide, bitte. Letzten Endes, wir haben ja noch eine Session und ein Lightning Talk zur Komplexität. Es führt kein Weg dran vorbei, sich der Komplexität der modernen Welt zu stellen. Auch wenn der ein oder andere Hersteller verspricht, eine Monokultur zu haben, mit der alle Probleme gelöst sind, ist es doch so, dass dann häufig die Binnenkomplexität genauso groß ist wie vorher. Die Komplexität ist nie weg. Sie ist meistens nur woanders. Nächste Slide. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke dir, Carsten. Dein Applaus im Chat. Und das sorgt sicher für viel philosophische Diskussion heute Abend. Ciao. Merci. Ja, jetzt habe ich gesehen, Piwi kommt mit einem neuen Versuch. Das heißt, ich mache hier mal ein Fast Backwards. Ja, wir legen gleich los. Okay. Wunderbar. Also gleich nächste Folie. Ich möchte euch heute unsere Vision zum Lernpfad vorstellen. Ich möchte euch das Entwicklungsteam kurz vorstellen und zeigen, wie wir vorgehen. Ich zeige euch die Struktur, die der Pfad haben wird. Und fordere euch nochmal auf oder appelliere nochmal an euch, dass ihr gleich dann auch bei dem Pilot im Herbst in jedem Fall mitmacht. Simon, nächste Folie. Hänge ich jetzt schon wieder? Okay, ich hoffe nicht. Also ich erzähle einfach mal weiter. Gut, ich sehe nur die nächste. Okay, alles gut. So, also, was wollen wir erreichen mit dem Lernpfad? Also was wir wollen ist in jedem Fall, dass das Thema Inclusion mehr Sichtbarkeit bekommt. Der Lernpfad wird auch heißen Diversity and Inclusion. Warum, zeige ich euch gleich noch. Wir möchten ein Instrument haben, was jedem so einen ganz einfachen Zugang zu dem Thema Diversity and Inclusion ermöglicht. Und wir möchten so eine Offenheit, ja, und also so für eine Diversität und für eine Inklusion sowohl im Leben wie aber auch im Lernen. Also es ist ein ganz spannender Prozess, wo wir auch gerade lernen, also in dem Lernkontext unglaublich viel aus dieser Arbeit lernen. Also das ist wirklich diese Reibung, die dann auch im Team entsteht, die ist immer wieder total produktiv. Genau. Was wir nicht wollen, wir wollen kein Nachschlagewerk entwickeln, irgendwie, dass man so arbeitet, so bleiben. Und wir wollen auch keine Ersatzprogramme für fehlende DI-Management Departments oder so leisten. Also das alles soll es nicht sein, sondern es soll tatsächlich ein Lernpfad sein, der so eine bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema Diversity und Inklusion schafft. Genau, nächste Folie. Wer macht alles mit? Die Julia Dobin macht mit, die auch, glaube ich, heute da ist. Hallo Julian, der Simon macht mit, vielen Dank. Die Friederike Fesenfels von Tollcollect, Franziska Hacke von Elektrobit, Julia Haupt von Conti, Jans Jablonski von Jablonski Beratung, Adrian Kaschube von Bosch, Nicole Knack von Schaeffler, das ist unsere Diversity and Inclusion Managerin. Berliner Psyk von Charta der Vielfalt, was mich total freut, dass auch die Charta der Vielfalt dabei ist. Ich natürlich und die Tatjana Wagner von Conti. Also wir hatten aufgerufen Anfang des Jahres oder auch Ende letzten Jahres schon, wer Lust hat mitzumachen, weil wir das von vornherein als ein unternehmensübergreifendes Projekt gesehen haben und gleich erkannt haben, dass wirklich ganz viele auch da was von haben, wenn wir das initiieren. So, wie gehen wir vor? Wir haben im Februar ein Kickoff gehabt, wo wir erstmal auch uns kennengelernt haben, wo wir auch LernOS den Diversity Managern vorgestellt haben, die das bis dahin noch nicht kannten. Im April haben wir uns um die Grundstruktur gekümmert, die ich euch gleich vorstelle. Wir haben im Mai den ersten Online-Workshop gehabt, wo wir tatsächlich die Zielstellung festgelegt haben, die ersten Impulse für die Struktur festgelegt haben. Im Juni, jetzt die letzte Woche, Freitag, hatten wir den zweiten Workshop, wo wir die Narrative entwickelt haben und aber auch nochmal schon die ersten Übungen fertig sind und die aufeinander abgestimmt. Also wir sind schon ziemlich weit. Im Juli wird es den nächsten Workshop geben, wo wir das Ganze dann feintunen und hoffen, dass wir im dritten Quartal tatsächlich in die Pilotierung gehen.
Genau, und das ist auch der Grund, warum ich heute zu euch spreche. Wir sind auf der Suche nach Interessierten, die den Piloten dann auch ausprobieren wollen, also Lust haben, den Lernpfad für uns auszuprobieren. Und unser großes Ziel ist, dass wir Ende ersten Quartals 21, soll das hier heißen, sorry, dann online gehen. Genau. Die Grundstruktur ist folgende. Wir sind natürlich in dem LernOS Grundstruktur geblieben. Wir haben aber darunter nochmal das in vier Elemente aufgeteilt. Das heißt, der erste Teil ist tatsächlich Selbstreflexion, weil wir hier kein Tool lernen. Also anders nochmal wie in den anderen Leitfäden. Das ist so das Besondere daran. Wir gehen in den zweiten Teil in die Kontextherstellung, in dem dritten Teil in wirklich die Lernerlebnis und in den vierten Teil wirklich nochmal die Fokussierung aufs Ziel und natürlich immer mit dem Thema Mindset, Skillset, Toolset. Also das versuchen wir auch hier immer wieder bewusst zu machen. Das heißt, der erste Teil ist ein bewusstes Auseinandersetzen mit Diversität und der zweite Teil wirklich ein Verstehen und Initiieren von Inklusion. Ja. Und wir suchen, wie gesagt, Testerinnen und Tester, sowohl als Einzelpersonen, wie aber auch Lerngruppen, wenn ihr Lust habt. Meldet sich euch bei mir oder bei der Julia Dobin oder bei der Nicole. Würden uns total freuen, wenn wir ein paar Leute zusammenkriegen. Vielen Dank, dass ich jetzt die zweite Chance bekommen habe und Namaste. Gut, danke dir, Pibi. Jetzt hat's geklappt. Ja. So, der Applaus im Chat. Mehr dann heute Abend. Dann spule ich mal vor. Jetzt brauchen wir den Marcel, da ist genau. Er schon, und den Stefan. Genau, zum Thema, Moment. Vom Lerno Circle zur intensiven Instant-Lerngruppe. Ich schalte euch eure Folie danke. Frei. Wir haben das Ganze auch mal komprimiert. Wir haben eine Folie. Die könnt ihr auch groß schalten, wenn ihr wollt. Und da sind sogar schon Sketchnotes drauf. Also das grandiose Sketchnote-Team kann zur Not auch mal eine kleine Pause machen. Wie ihr wollt. Also, wir wollen euch was erzählen, was uns geflasht hat in den letzten Monaten. Stefan, Hertha und mich hat das leider nicht dabei heute, aber Stefan und mich vor allen Dingen auch. Wir haben uns mit einem LernOS-Circle beschäftigt, mit dem OKR-Lernpfad seit September 2019. Haben da zusammen mit dem Alfred, der auch dabei ist heute, mit dem Helmut, der heute dabei ist, mit der Judith von der Telekom und mit der Hertha haben wir uns einfach mal an den OKR-Lernpfad gewagt und haben den durchgegangen und sind dabei immer mehr in die Tiefen von LernOS reingetaucht und haben festgestellt, dass wir eigentlich mega spannende Themen haben, die Learning Toolbox gut vertragen könnte. Wir haben gedacht, die Learning Toolbox, die vorhin Simon vorgestellt hat, da gibt's noch viele spannende weitere praktische Methoden. Und dann haben wir uns letztendlich aus diesem Learning Circle heraus in einen eine größere Lerngruppe zusammengeschlossen. Am Ende waren wir zu dritt in einer intensiven Lerngruppe unterwegs und haben uns dann mit zwei wichtigen Themen beschäftigt. Das erste Thema ist ePortfolios. ePortfolio Learning als neue Methode oder auch relativ traditionsreiche Methode schon, die neu gedacht wird, bei dem man sein Lernen sichtbar macht im Netz, sich mit anderen austauscht und dabei auch die verschiedenen Werkzeuge, Online-Kollaborationstools, die es gibt, sinnvoll einsetzt, um Lernen bekannt zu machen, um sich in Themen weiterzubilden und voranzubringen und dabei auch ein sehr gutes Gefühl zu haben, um auch mit Experten in Kontakt zu kommen. Und Stefan, du hast noch einen zweiten Leitfaden, ne? Ja, ich spreche für einen zweiten Leitfaden, da geht es um Content Curation. Vielleicht auch mal kurz, was ist das überhaupt, Kuratieren oder Content Curation? Das ist eine Kunst, für bestimmte Zielgruppen digitale Informationsbausteine, Artefakte zum spezifischen Thema zu finden, zu filtern, zu sammeln und auch zu ordnen. Also, dass man Kontext setzt, dass man Inhalte mit Wert anreichert. Das ist auch was wir hier machen wollen. Also ich habe so ein Wakelet-Board aufgesetzt, wo wir das Know-how, das ihr habt und das wir in dieser einmaligen Gruppe haben, auch sammeln wollen und eben fix machen wollen, dass ihr das weiterverwenden könnt. Und also das geht um das Sense-Making. Ich habe auf Deutsch noch kein richtig cooles Wort dafür gefunden, aber da könnten wir vielleicht auch mal drüber quatschen. Also was heißt denn Sense-Making? Genau, und diese digitalen Formate, neue Formate, die da entstehen, ein Kurator macht die öffentlich. Also zum Beispiel, dass er ein Wakelet teilt und dass Dinge zum Beispiel empfohlen werden. Sketchnoting ist zum Beispiel auch ein klassisches Curation-Tool.
Genau. Und ja. Was wir mit euch teilen wollten, sind so ein paar Erfolgskriterien bei der Erstellung von Learning Guides. Das ist zum einen mal die technische Infrastruktur. Also wir haben synchron und asynchron zusammengearbeitet. Kommuniziert haben wir vor allem über Twitter. Da haben wir uns auch gefunden. Wir haben auch zum Beispiel den Twitter-Chat verwendet. Die virtuellen Treffs, die haben wir über Teams organisiert. Das war zum Beispiel immer Montag um 20 Uhr. Also es war wichtig, dass immer eine Uhrzeit da ist. Und die Entwicklung der Inhalte haben wir alles komplett auf OneNote gemacht. Also da jeder, wir haben eine Struktur aufgesetzt und da konnte sich jeder dann zurechtfinden und hat dann jeder mitarbeiten können. Da haben wir zum Beispiel auch Gäste dabei gehabt, die uns dann Feedback gegeben haben, was sehr wertvoll war. Genau. Und ein zweites Kriterium ist die sogenannte Rebecca-Tauglichkeit. Rebecca ist meine 14-jährige Tochter und die hat halt keine Ahnung von Fachsprache, von Personalersprache, aber die Inhalte sollten oder die Guides sollten so gestaltet werden, dass wir, also dass sie das versteht und dass sie auch diese Guides auch aktiv nutzen könnte. Also die sollten auch für Schule zum Beispiel gut sein. Ja, und gebe ich an Marcel. Genau, was auch sehr spannend ist, wir haben uns dann versucht, natürlich Netzwerkimpulse zu holen, haben dann glücklicherweise auch die Katrin aus dem Sketchnoting-Team über die Hertha gefunden, die uns, wie ihr es hier seht, auf der Folie prima tolle Sketchnotes gebastelt hat. Einfach mal so. Herzlichen Dank dafür, Katrin. Und ja, jetzt sind die Guides fast fertig und wir wollen sie natürlich euch auch mal vorstellen. Dazu morgen die Session um 14.45 Uhr im Raum SAP geht es um das E-Portfolio Learning und um Content Curation. Und ja, wenn ihr Lust habt, darüber hinaus zu schauen, es wird bald veröffentlicht, relativ zeitnah, und dann geht es hoffentlich auch mit Learning Circles weiter. Danke. Eine Punktlandung, exzellent. Sehr schön, euer Applaus im Chat. Sehr gut. Und mit der Rebecca-Tauglichkeit geht es auch gleich weiter. Ja, hallo, sehr Rebecca. Sympathisch. Dass die Guides so gestaltet werden, dass auch ich sie verstehen kann. Ja, raus aus dem Autopilot, Mindfulness und Lernen. Was meint ihr denn, was könnten die Zahlen belegen? Wir waren bei Lottl ja schon sehr kreativ. Bin jetzt gespannt auf eure Antworten. 9 Sekunden, 47%, 2/3. Was könnte das bedeuten in dem Kontext? Ich schaue noch auf den Chat. Schalten oder schaust du noch auf den Chat? Ja, sehr gut. Also den ersten, den trifft schon sehr gut die Aufmerksamkeitsspanne. Next. Bei 9 Sekunden ist die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfischs. Der liegt bei 9 Sekunden. Und das war eine Studie von Microsoft, die 2015 rausgekommen ist und wirklich für Furore gesorgt hat, weil da definiert wurde, dass die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen bei 8 Sekunden liegt. Die wird jetzt sehr debattiert, wie zuverlässig die ist. Aber wenn wir uns mal selber beobachten, ihr vielleicht auch euch mit dem Chat, mit Twitter, wie aufmerksam kann ich wirklich bei der Sache bleiben, dann hat das schon eine große Relevanz. Ihr habt noch viel gesagt, viele schalten ab. Wie oft werden wir gestört? Das kann auch wahrscheinlich hier die 47% sein. Hier geht es aber darum, dass unser Geist wirklich 50% der Zeit nicht im Hier und Jetzt ist. Also unser Gehirn ist wirklich so ein Movie-Simulator von der Vergangenheit, von der Zukunft, was in der Evolution super war, als wir uns Gedanken machen mussten, wie gehen wir mit den Säbelzahntigern um und beschaffen uns Essen. Heute aber nicht so sehr hilfreich, wenn wir es nicht schaffen, wirklich bei der Sache zu sein. Und das sind Zahlen, die ja fürs Lernen schon sehr frustrierend sind. Und wir sagen, können uns nicht lange fokussieren und nicht bei der Sache sein. Und so sind die 2/3, jetzt ein bisschen positiver, next bitte, das sind wirklich die Anteile in uns, die wir selber durch Lernen beeinflussen können. Also 1/3 ist festgelegt in unserer DNA, aber 2/3 unseres
ja, unserer Werte, unserer Denkweise, der Verhaltensweisen können wir beeinflussen. Ja, wie können wir das machen? Next. Und ja, wie sieht da auch unser Gehirn aus? Ein kurzer Ausflug in die Neurowissenschaft. Also unser Gehirn ungefähr so groß verbraucht, obwohl es so klein ist, so 20% unserer Glucose und des Sauerstoffs. Also da ist richtig was los. Jede Sekunde jetzt gerade feuert ein Neuron so 5 bis 50 Mal. Uns werden jetzt auch in eurem Gehirn ständig Verbindungen geschaffen. Und das ist das Großartige. Das ist das, was wir Lernen nennen, dass wir die Struktur unseres Gehirns beeinflussen können. Und Mindfulness und die Übungen können da eine große Rolle spielen. Es gibt auch Computerscans von Langzeitmeditierenden, wo man wirklich sieht, dass dieser Bereich im Gehirn, der für Lernen zuständig ist, dicker wird, also die graue Masse mehr wird. Next, bitte. Also was großartig ist für uns und positiv ist, dass damit, womit wir unser Gehirn beschäftigen, ja, so sieht unser Gehirn dann letztendlich auch aus. Also wenn es positive Sachen sind, wir uns viel mit Großzügigkeit beschäftigen, Dankbarkeit oder mit Lerninhalten, ja, so wird es dann auch abgespeichert. Das ist ein sehr schönes Zitat von Donald Hebb, finde ich dazu. When neurons fire together, they wire together. Und was wir hier jetzt erleben möchten, wenn du weitergehst, bitte, Simon, ist ja, dass wir unsere Neuronen so feuern lassen, dass wir ideal lernen. Also hier so eine exponentielle Lernkurve haben und lernen, wie wir lernen. Weil ich denke, wir stimmen hier alle dem Zitat von Rick Hansen zu. Learning is the superpower of superpowers. Und Mindfulness kann ja hier eine mentale Ressource sein, wie wir lernen können, besser zu lernen. Nächstes bitte. Und auch wie wir lernen können, aus unserem Autopilot auszusteigen. Also wenn ich jetzt sehe, hier platzt gleich eine Bombe, schaffe ich es dann trotzdem noch fokussiert bei der Sache zu bleiben? Oder wie reagiere ich, um gut mit Situationen umzugehen? Next bitte. Und das schauen wir uns morgen nochmal genauer an, diesen Zyklus und Raum zu schaffen zwischen Reiz und Reaktion. Danke dir, Rebecca, den Aufflug in Mindfulness. Und ich sehe, der Harald kommt mit dem Yeti im LernOS Branding. Sehr schön, auf dem Mikrofon. Also, Moment, einmal weiter. Du hast, glaube ich, keine Folien, oder? Alles klar, dann mache ich die mal aus. Ja, herzlichen Dank. Ich bitte euch einfach zu Beginn einfach mal ganz kurz eure Hände nach oben zu nehmen, die mal ein bisschen zu schütteln. Die braucht ihr nämlich gleich, dass die wieder warm sind. Einmal ganz tief durchatmen. So, jetzt brauche ich eure Antworten im Chat bitte. Wer von euch hat schon mal was von Spiral Dynamics gehört? Einfach eine 1 tippen, wenn ja, eine 0 für nein. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Ah, ihr seid ja Wahnsinn. Okay, ich versuche da mal Sinn draus zu machen. Ich hätte jetzt gesagt, ein Drittel mindestens kennt Spiral Dynamics schon. Super. Hintergrund von meinen 5 Minuten ist der, ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile davon unterwegs in dem Bereich Enterprise 2.0 hat es mal geheißen, Enterprise Social Networks, Digital Transformation, New Work, diese ganzen Themen. Und ich erlebe, dass es eine wie einen Graben gibt zwischen den Leuten, die quasi ihren Aha-Moment schon hatten, danke, und sagen, okay, habe ich alles verstanden, macht total viel Sinn, ich gehe los oder ich habe noch viele Fragen, aber es ist klar, ich renne los. Und es gibt auf der anderen Seite gefühlt eine Gruppe von Leuten, mit denen reden wir und die verstehen uns nicht. Also man kommt mit Begriffen, man hat das Gefühl, man hat die gleiche Sprache, aber es läuft nicht, es funktioniert irgendwie nicht. Man kommt nicht zusammen. Wir sprechen von Netzwerken, wir sprechen von Begriffe von Beteiligung, von Transparenz und alles, was für uns gefühlt in unserer Tribe, in unserer Filterblase ist, selbstverständlich und jeder kann sofort darauf einspringen und hat Beispiele dafür. Macht man das in der anderen Gegend, sage ich jetzt mal, oder bei Leuten, die da nicht unterwegs sind, dann hat man das Gefühl, man spricht jetzt von böhmischen Dörfern. Dem bin ich nachgegangen und ich habe vor über 10 Jahren mal dieses Spiral Dynamics irgendwo gesehen und habe mir das angeschaut und auch so, ist das nicht so wieder ein bisschen weit weg oder so? Ich zeige es euch mal schnell. Ich packe euch mal den Link schnell in den Chat rein. Ihr könnt da selber draufklicken. Dann werdet ihr ein Bild sehen. Das ist eine starke Vereinfachung von dem Ganzen. Was die versuchen mit Spiral Dynamics,
ist die Menschheitsgeschichte mal auf so bestimmte Ebenen einzupacken. Und es ist kein schlecht oder gut oder du bist noch zu weit hinten oder so, sondern einfach, um es mal darzustellen. Es fängt an unten bei Beige, da ging es quasi in der Menschheit erstmal ums Überleben. Also gegenseitig rüber einschlagen, damit man was zu essen hat und so weiter. Irgendwann hat sich das weiterentwickelt. Man hat sich um Sicherheit gekümmert. Leute haben sich zusammengetan. Es sind Rituale entstanden. Es entstand Respekt vor Stärkeren damals. Dann ging es weiter um, naja, jetzt komme ich schon das erste Mal ins Spiel. Es gibt das Thema Macht. Es gibt das Thema Neugier, wird immer interessanter, weil man die Grundbedürfnisse vielleicht schon gestillt hat. Es ging weiter. Jetzt geht es um Sinnhaftigkeit schon. Es geht um Hierarchien. Es gibt Leute, die reiten und andere müssen laufen. Es geht um Strukturen, Ordnung und Stabilität in den Systemen. Es bauen sich Länder auf, es bauen sich Systeme auf. Geht weiter über Orange, die Orange-Ebene, Stufe, wie man es nennen will, um Autonomie, um Leistung zählt, Erfolg zählt, Beweiskraft zählt. Die Wissenschaft hat ein ganz großes Thema. Kopf ist hier angezeigt und Demokratie entsteht in dem Bereich. Farblich kann man sich vielleicht auch ein bisschen denken, passt auch ein bisschen zu unseren Parteienlandschaften. Gleichberechtigung, systemisches Denken, Selbsterfahrung. Diese Themen. Und es geht immer weiter. Und jetzt frage ich euch nochmal das Gleiche wieder. Wer von euch kennt das Wertesystem von Lalou? Das Kultursystem von Lalou? Reinventing Organizations. Okay, da sehe ich gefühlt mehr Einser schon. Mache ich lieber noch ganz kurz Zeit. Gut, danke schön. Ich teile wieder einen Link, wo ich die zweimal gegenübergestellt habe. Auch das wieder ein Bild auf der linken Seite, Spiral Dynamics mit den Stufen und auf der rechten Seite das, was Lalou irgendwann mal zusammengebaut hat. Und das passt ziemlich gut zusammen. So, und jetzt stelle ich euch so ein bisschen die Frage, wenn ihr mit irgendjemandem über Netzwerke redet, über ein Guide-Netzwerk, über neues Lernen und all diese Themen, ist es dann nicht manchmal so, als wäre das, was wir versuchen zu verkaufen, eher so aus dem Bauch raus, nenne ich es jetzt mal, da geht es um Gefühle, um Purpose, um Sinn, um Wertschätzung und man kommt aber, gegenüber steht jemand, der quasi komplett im Kopf ist, der sagt, was kostet es, kannst du es beweisen, was muss ich dafür investieren und so weiter. Also wenn Bauch mit Kopf versucht zu sprechen sozusagen, dann kann es sein, dass es entweder kein oder gerade deswegen ein Thema gibt. Und ich glaube, dass das ein bisschen was mit dieser Konditionierung der Systeme zu tun hat. Nicht die Leute kapieren es nicht, sondern es geht um die Konditionierung der Systeme. Welche Systeme haben welche Art von Menschen geschaffen, welche Karriere und so weiter. Und damit habe ich euch hoffentlich entweder neugierig gemacht oder ein paar Zweifel geschürt, dass es nur an den Tools liegt. Sondern vielleicht können wir uns anschauen, was in diesem Spiral Dynamics noch drinsteckt, wo wir auch lernen können. Ich freue mich auf die Session morgen. Vielen Dank für die Zeit. Exzellent in der Zeit, Harald. Vielen Dank dir. Dein Applaus im Chat. Den Tobias habe ich auch gerade schon gesehen. Der hat genau, keine Folien, aber der trickst mit der Webcam. Kannst. Genau. Exzellent. Also, dein Timer läuft. Das waren ein paar spannende Vorträge schon, die in eine gewisse ähnliche Richtung gingen, beziehungsweise Schnittstellen haben zu dem, von dem ich reden will. Und zwar möchte ich euch Enterprise Bionics vorstellen. Ein paar wenige kennen es noch unter Viable Business. Das konnte man aber nicht schützen lassen. Deswegen haben wir jetzt einen neuen Namen, Enterprise Bionics. Und der Name sagt schon, es geht um Bionik im Kontext der Unternehmen. Also das Ziel ist, und was eben der mein fachlicher Chef, der das entwickelt hat im Rahmen einer Dissertation gemacht hat, der Clemens Dax, ist, dass er sich mikrobiologische Vorgänge von Zellen angeschaut hat und die übertragen hat auf Organisationen, um eben Organisationen anpassungsfähiger zu machen und auch vor allem dann resilienter, also widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse, wie natürlich im, zum Beispiel Corona. Und hier seht ihr, jetzt muss ich an die richtige Stelle gehen. Genau, hier seht ihr so einen kurzen Ausblick auf das allumfassende Etwas, das alles von Enterprise Bionics ausdrückt. Wir nennen es die organisatorische Zelle. Und generell haben wir keine Chance, in 5 Minuten ernsthaft durchzukommen. Deswegen reiße ich ein paar Dinge nur an. Was bei Enterprise Bionics eben das Spannende ist, ist, dass der Clemens analysiert hat, wie
genau schafft es die Zelle so unglaublich schnell zu wachsen? Eine biologische Zelle verdoppelt sich E. coli innerhalb von 30 Minuten. Ein viel besserer Benchmark als viele andere Möglichkeiten, die man haben könnte. Und dementsprechend ist es wahnsinnig spannend, da genauer hinzuschauen. Und um den Namen noch ein bisschen mehr zu erklären, die Bionik vom Hintergrund her ist natürlich der Begriff der Übertragung von Elementen aus der Biologie auf andere Systeme. Jeder kennt den Lotus-Effekt zum Beispiel, der ja sehr populär ist. Und die gleiche Idee ist hier eben zu gucken, Biologie, wie funktioniert das? Warum ist es so anpassungsfähig über 3,7 Milliarden Jahre? Warum funktioniert das so gut? Und wie wir dann die organisatorische Zelle eben nutzen, ist, dass wir uns dann anschauen, wie greifen die verschiedenen Elemente dann ineinander. Also das Spannende ist hier, es geht um eine ganzheitliche Anschauung. Wir schauen also, wie verhalten sich die einzelnen verschiedenen Funktionen zueinander. Und wenn ich vielleicht denke, dass unten links das Problem ist, kann es sein, dass ich im Nachgang dann merke, nee, das Problem ist unten rechts. Weil ich eben einfach die Pfade dann nachverfolge, was beeinflusst was. Und das Ganze lässt sich auch in Organisationen umsetzen. Und zwar, indem ich eben mehr oder weniger basierend auf der Zellteilung von einem Kern im Management oder auch innerhalb der Organisation ausgehe und eine ganz andere, offenere und vor allem sich selbst verbessernde Kultur einführe, die sich in die gesamte Organisation dann auch überträgt. Also das Ergebnis, wenn man Enterprise Bionics einführt, ist eben dann eine lernende Organisation, die kontinuierlich immer schaut, wo muss ich hinschauen, wo muss ich mich verbessern, um die bestmögliche Lösung hinzukriegen und noch besser zu werden. Aber, wie ich vorher gesagt habe, unter einer Betrachtung gleichzeitig, wie verhalten sich die verschiedenen Seiten, die verschiedenen Stakeholder, wie Kunden, Investoren, Mitarbeiter, die Umgebung und natürlich die Kunden. Genau, und damit bin ich auch schon am Ende. Wäre schwierig, noch mehr reinzupressen, spreche mich gerne an. Und zum Schluss möchte ich Simon bitten, dass er mir jetzt sagt, dass die Folien nicht die ganze Zeit spiegelverkehrt angezeigt wurden. Gott sei Lob. Richtig, die wird nur bei dir spiegelverkehrt angezeigt. Okay. Dankeschön. Alles klar, Tobias. Der Applaus im Chat. Und wir schauen, da kommt der Sven auf die Bühne. Genau, wir sind auf der Endgeraden. Im Telegram-Chat hat man schon Leute grillen sehen. Das Lost Camp 20 Dinner wird vorbereitet. Sven, deine Bühne. Ich schalte weiter auf dein erstes Slide. Super, und der Timer läuft. Dass die Grills schon angeschmissen sind, das liegt zuversichtlich der Pause entgegen. Wir sind in einem gemeinsamen Dinner. Zum Abschluss der Lightning Talks möchte ich kurz mal auf ein Thema noch eingehen bezüglich, wie können Anwender von guten Trainings profitieren. Das ist unser Fokus, den wir haben. Und ich habe da ein schönes Bild mitgebracht, wenn du auf die nächste Seite gehst, wo wir sehen, wir würden niemals alleine in ein Passagierflugzeug steigen als Pilot und würden mit 200, 300 oder mehr Menschen ohne ein sauberes Training quasi diese Maschine fliegen. Ein guter Pilot hat Tage, Wochen, Monate lang Trainings in seinem Flugsimulator. Und dieser Flugsimulator ist eben so gebaut, dass er eben genügend Fehler machen kann. Wir kennen alle, dass wir am besten lernen, indem wir Fehler machen und aus diesen Fehlern dann die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Und über diese Fehler, die wir dann entsprechend eben im Flugsimulator machen, erlernen wir optimal das Starten oder Landen eines Flugzeuges. Ich weiß nicht, wer schon mal im Flugsimulator war, probiert das Thema mal aus. Und dann werdet ihr auch ziemlich schnell
den Vergleich zu dem sehen, was ich euch hier entsprechend zeigen möchte. Was wir machen, ist tatsächlich Anwender vorzubereiten auf ihre tägliche Arbeit in irgendwelchen IT-Tools, wo sie dort entsprechend im Flugsimulator trainieren können. Simon hat jetzt schon zum nächsten Folie weitergeschaltet und daraufhin, nachdem sie aus dem Flugsimulator weiter rauskommen, steigen sie auch nicht ohne irgendwelche Unterstützung in irgendwelche Flugzeuge ein, sondern ein guter, moderner Passagierchat hat heute eine digitale In-Flight-Navigation und hat in der Zwischenzeit vermehrt immer dieses Heads-Up-Display. Mit diesem Heads-Up-Display fliegt der Pilot entsprechend definitiv dort, wo es darum geht, viele Daten aus unterschiedlichen Sensoren oder Systemen zu bekommen, landet er die Maschine oder startet er die Maschine. Wir muten unseren Anwendern teilweise zu mit SAP-Systemen, mit Salesforce-Systemen, mit Workday-Systemen, mit Soho-Systemen oder was auch immer, klarzukommen, ohne dass sie ein entsprechendes Training haben und ohne dass sie auf diesen Systemen entsprechende Einweisungen bekommen. Und dem haben wir uns gestellt, nachdem ich letztes Jahr seitens IBM, kennt mich der eine oder andere noch, zu der Firma Asima, kleines kanadisches Unternehmen gewechselt bin, die mich überzeugt haben, dass wir die künstliche Intelligenz, mit der ich schon seit vielen Jahren beschäftige, auch in Lernsysteme einbauen kann. Und das sehen wir jetzt auf der nächsten Seite. Wir packen quasi auf die Anwendung intelligente Schichten obendrauf auf eine Target-Applikation und spielen dem Anwender dann basierend von Systemen, von Daten, Korrelationen, von Prüfungen, tatsächlich künstlicher Intelligenz, dem Verständnis aus natürlicher Sprache, Bildinformationen oder auch alleine der Aggregation von Daten die richtigen Informationen ein, sodass der Enduser eben die beste Entscheidung treffen kann. Und eine der Anwendungen, das ist meine Herzenssache, habe ich euch auf der nächsten Seite noch mitgebracht. Da steht viel drauf, aber kommt gerne auf mich zu. Das ist der digitale Assistent, den wir in der Zwischenzeit in Krankenhäusern einsetzen. Wir unterstützen das Krankenhauspersonal tatsächlich damit, bessere Entscheidungen für Patienten zu treffen, ein Medikament anzuwenden oder nicht anzuwenden. Und diese Entscheidung zu treffen, ist für Krankenhauspersonal unter Zeitdruck und tatsächlich der Unwissenheit von vielen Parametern teilweise sehr, sehr schwierig. Und damit haben wir es geschafft, tatsächlich hier auch mit IBM Watson Technologie zusammen, mit dem IBM-Team, mit Watson Health, hier in Krankenhäusern auf Basis einer Krankenhausapplikation hier Entscheidungen zu treffen, die dem Patienten helfen und dadurch auch die Zeit in einem IT-System für Krankenhauspersonal deutlich zu verkürzen, damit die auch wirklich mehr Zeit für ihre Patienten haben. Auf der nächsten Seite sehen wir so den Überblick, das heißt Training auf der einen Seite im Flugsimulator, auf der anderen Seite dann diese Daten zu nutzen, um bessere Entscheidungen zu treffen und damit eben einfach Anwender besser zu machen und es auch schneller zu machen. Das ist so mein Ansatz, den ich gerade habe mit der künstlichen Intelligenz. Ich freue mich auf die Session morgen. Dankeschön. Danke dir. Das war auch unser letzter Lightning Talk. Auch dein Applaus im Chat. So, dann räumen wir hier die Bühne mal noch ein bisschen auf. Vielleicht machst du auch dein Mikro oder deine Kamera aus, dann bist du wieder unten, Ben. Genau, also da ist dein Applaus. Perfekt. Ja, also erste von drei Teilen, LernOS Camp, haben wir geschafft. Mir fällt ein großer Stein vom Herzen. Das hat viel besser geklappt, als ich mir das jemals gewünscht hätte. Also es gab keine größeren Ausfälle. Vielleicht an der Stelle auch nochmal danke an alle Leute, die auf und hinter der Bühne jetzt in dem ersten Teil gewirkt haben. Den Joachim, den Karl-Heinz für die Moderation, Benedikt hier für die Screen-Kontrolle, Martin für Stage-Management, dem Empfang. Alle, die noch nicht eingecheckt sind, morgen früh ab 8:30 könnt ihr auch nochmal einen Check-in. Ich sage bewusst einer von drei Teilen, weil wir starten jetzt quasi dann irgendwann in den zweiten Teil. Ja. Beziehungsweise, Moment, einen Dank habe ich natürlich nur vergessen. Wer auf Telegram nicht geguckt hat, das Sketchnoting-Team war super aktiv. Wir rauschen in großer Frequenz Sketchnotes durch zu den Lightning Talks.
die auch alle super aussehen. Also wer mag, kann da gerne auch noch reinschauen. Also danke Raffaelina, Karl und alle, die mit gesketchnotet haben. Ja, wie geht's jetzt weiter heute Abend? Wir haben ja gesagt, so ungefähr um 19 Uhr startet unser Abendprogramm. Das hat natürlich keinen festen Beginn. Ich habe auch auf Telegram schon gesehen, da ist der Grill angeschmissen, irgendwas ist im Backofen am Fertigwerden. Vielleicht will der eine oder andere mit der Family essen. Also jeder hat ja so ein bisschen einen eigenen Groove jetzt, wie er isst, wo er isst, mit wem er isst. Wir werden jetzt die Bühne hier gleich zumachen. Das heißt, ihr kommt einfach an die Tische wieder zurück, wo ihr vorher wart. Ihr könnt, wenn ihr wollt, auch mal rausgehen, quasi einfach Browser schließen, seid ihr draußen. Ihr könnt gucken, ob ihr Leute, die heute was Interessantes gesagt haben, ob euch mit denen quasi virtuell zum Essen an den Tisch setzt oder erstmal in Ruhe esst und dann später wieder reinkommt. Es gibt so ein paar Punkte, wo ihr nochmal einsteigen könnt. Zum einen mal unser Spiel. Wir spielen um 21 Uhr gemeinsam Lerno-Party, also ein Jeopardy für Lerno-S. Auch eine Premiere. Wer da Lust hat mitzumachen, ich werde nachher die Tische in den ersten Reihen umbenennen in Tisch 1 bis 10. Und wir können mit 10 Teams spielen und ich würde dann so um 9 quasi die Bühne wieder aufmachen und alle, die dann da sind an den Tischen 1 bis 10, können dann einfach mitspielen. Gibt es natürlich auch wieder attraktive Preise zu gewinnen, selbstverständlich. Um 21:45 werden wir dann mal zum Guido in sein Live-DJ-Studio schalten. Der wird uns zeigen, wie er das macht, wie er da auflegt. Dann, wie gesagt, der Link über Mixcloud. Dort streamt er. Guckt, dass ihr da vielleicht ein Smartphone mit Lautsprecher oder irgendwie ein Setup habt, dass ihr quasi parallel in Remo an den Tischen sein könnt, wenn ihr dabei bleibt und Musik eben entsprechend regeln könnt, dass es da keine Rückkopplungen und so weiter gibt. Und für die, die sich jetzt in die Wiki-Seite eingetragen haben für den Podcast um 23 Uhr mit Leonid und mir, könnt ihr euch jetzt bis 20 Uhr noch eintragen. Ich würde dann so ab 20 Uhr den Link als Terminanleitung zu Zencastr verschicken. Dort klickt ihr einfach drauf mit einem Firefox oder einem Google Chrome, idealerweise in einem anständigen Headset. Seid ihr dann mit in den Podcast dabei und wir gucken, dass wir den dann morgen auch schon veröffentlicht haben. Also wie gesagt, gleich schließt die Bühne. Wir freuen uns, wenn viel bei der Abendveranstaltung noch dabei bleiben. Wir wollen ja ein 24-Stunden-Community-Event sein und nicht ein kurzes Event. Vielen Dank an euch alle nochmal, auch die Speaker, die Impulsredner, die Lightning Talker. Auch das fand ich ganz spannend. Das war ja auch so ein neues Ding mit diesen Lightning Talks. Könnt ihr dann auf Telegram auch mal schreiben, ob euch das gefallen hat. Und ich hoffe dann möglichst viel von euch nachher an den Tischen wiederzusehen. Bis bald. Ciao. Oder bis gleich.